was das bedeutet. Markus Eisenbichler, gerade vor ein paar Minuten in der Probe, kachelt runter auf 148. Unfassbar, dieser Sprung. Er ist auch nicht zurückgegangen, hat ihn gestanden, 148,5 Meter. Der alte Schadensrekord liegt bei 143 Meter, also 5,5 Meter pulverisiert. Das geht halt nur bei dem Aufwind. Aber er ist aus Luke 1 gesprungen und das bedeutet, wo soll dann Camus doch hinspringen, wenn der Wind so brutal bleibt? Weil der Aufwind ist sehr stark gewesen, gerade bei ihm, 4 Meter pro Sekunde. Wir hoffen, dass jetzt, wenn die Sonne untergeht, dass einfach der Wind sich ein bisschen beruhigt und dann kann man auch den Wettkampf starten. Dann wird es aber auch noch kälter, Dieter. Ja, ich friere nicht. Ich auch nicht.